Heute haben wir eine wunderschöne Geschichte gehört. Und Feuer und Flamme sein, das können wir auch. Schaut auf YouTube und schaut, was Schwester Luitgard für euch backt oder euch einlädt zu backen. Feuerflammen, feurige Flammen, die ihr dann essen könnt und dann habt ihr das Licht. Feuer und Flamme ist dann in euch. Das dauert natürlich alles seine Zeit. Und während die Feuerzungen im Ofen backen, können wir noch andere Dinge. Zum Beispiel können wir so lange etwas gestalten für das Fest. Gläschen habt ihr alle zu Hause. Sucht euch ein Gläschen für jeden ein. Ein Gläschen. Transparentpapier hat auch jeder. Am besten in Gelb, Orange und Rot, die Farben von Pfingsten und von Flammen und Feuer. Dann dürft ihr das ausschneiden. Schneidet kleine Flammen aus. So ungefähr. Und diese Flammen könnt ihr dann an eurem Glas unten herum kleben. Nur die Hälfte ist gut, denn dann könnt ihr in die obere Hälfte euren Fingerabdruck draufsetzen. Ein Bild von euch oder euren Namen. Euer ganz persönliches Licht. Natürlich darf jetzt das Teelicht nicht fehlen. Und an eurem Fest könnt ihr es entzünden. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein schönes Bändchen rumbinden. Das überlasse ich euch. Das wird euren Tisch sehr schön verzieren. Aber vielleicht sind die Feuerflammen immer noch nicht fertig gebacken. Dann könnt ihr noch etwas spielen. Feuerflammen? Flammen sind feurig. Also sucht euch feurige Chips. Oder wer das gar nicht mag, gehen auch süße Katzenzungen. Und legt sie auf euren Teller. Jetzt geht's zum Spielen. Legt mehrere Chips da drauf. Jetzt braucht ihr dazu Würfel. Oh, der ist wohl etwas zu groß geraten. Diese Würfelchen wohl etwas zu klein. Ein ganz normales Spielwürfel tut's auch. Jetzt kommt die Schwierigkeit des Spieles. Unsere Stäbchen. Bei einer 6 oder beim Herz dürft ihr dann mit den chinesischen Stäbchen so viel Chips essen und so viel Katzenzungen essen, bis der Nächste eine 6 gewürfelt hat. Dann müsst ihr weitergeben, zumindest die chinesischen Stäbchen müsst ihr weitergeben und müsst warten, bis ihr wieder eine 6 gewürfelt habt. Ich habe genauso meine Schwierigkeiten, es immer festzuhalten. Man sagt immer, man muss mit dem Mittelfinger und dem Ringfinger das untere Stäbchen festhalten und kann dann mit dem Zeigefinger und dem Daumen es bewegen. Ich kriege das also ganz schwer hin. Es ist ein höchst Konzentrationsspiel. Also ihr seht schon, bei mir klappt es wahrscheinlich gar nicht. Und irgendwann nehme ich dann mein... Das sollte man eigentlich nicht, aber den Finger zur Hilfe nehmen, damit ich überhaupt eins bekomme. Gerade jetzt da. Mal gucken. Bis zum Mund schaffe ich es gerade noch. Dann lasst es euch schmecken und viel Spaß beim Spielen.